darf das Wort dann erteilen Leonid Slominski. Leonid hat Architektur studiert an der Columbia University in New York und außerdem am Moskau Architectural Institute. Und dann hat er für, glaube ich, 6 Jahre gearbeitet bei Herzog de Meuron in Basel und bei OMA in New York. Leonid ist Mitbegründer eines Architekturbüros mit dem Namen Cosmos Architects. Und man kann Cosmos Architects vielleicht so situieren im Spannungsfeld zwischen Kunst und Architektur mit Projekten, die eigentlich von kleinen Kunstinstallationen bis zu Masterplänen reichen. Ein großes Spektrum an Tätigkeiten. Und du wirst uns jetzt einen Einblick geben in das, was ihr tut. Danke vielmals. Sehr geehrte, hallo, mein Name ist Leonid Slonimski. Ich probiere das in Deutsch. Ich bin Gründungspartner von Cosmos Architektur und möchte Ihnen heute präsentieren, was wir tun und was für uns wichtig ist. Cosmos arbeitet an Projekten in verschiedenen Maßstaben und Typologien, von temporären Kunstinstallationen bis zu großen öffentlichen Gebäuden wie Sportzentren, Museen, Flughäfen oder und Masterplänen. Wir haben physische Büros auch hier in Zürich und Graz, in Moskau, aber Cosmos bringt seit 5 Jahren Partner aus verschiedenen Städten in Europa zusammen. Wir arbeiten auf Distanz und das ist einer der Gründe, warum das Büro Cosmos genannt ist. Wir arbeiten viel mit öffentlichen Gebäuden und glauben, dass Architektur ist nicht nur Gebäudevolumen, Fassade und Interieure. Sie ist Raum für öffentliche Interaktion, für das Zusammensein. Wie hier in Airbox ist ein Projekt Kultur- und Sportzentrum für die Fußballmeisterschaft 2018. Wir machen viel temporäre Projekte und glauben an die Kraft der temporären Architektur. Sie ist ein mächtiges und unmittelbares Werkzeug, das uns erlauben kann, zu träumen, zu experimentieren und antwortet auf die dringenden Challenges der heutigen Gesellschaft. Wie hier im Projekt Emma Space, ein Umbau eines ehemaligen Industriequartiers in einen Kunstcluster. Wir haben es mit einem minimalen Budget und sehr kurzer Zeit gemacht und das auch bliebe als Symbol des Ortes nach seinem Abriss. Wir versuchen, den Einfluss auf die Natur zu minimieren, wie in diesem Projekt vom Hans Christian Andersen Museum in Dänemark, Turm und Labyrinth, wo die Hälfte des Programms ist in einem engen Turm und die andere Hälfte ist unterirdisch. So könnten wir historischen botanischen Garten unberührt lassen. Wir glauben an einfache Konzepte, wie hier im Uran-Projekt ist die größte Skatepark in Europa. Mit minimalem Budget, wir haben die ganze 5000 Quadratmeter der Fassade mit dem einfachsten und billigsten reflektierenden Wellstahl verkleidet. Und als Resultat, wir haben diese schönen Reflexionen vom Himmel. Wir versuchen mit minimalen Mitteln ein Maximum zu erreichen. Hier auch Interieur vom gleichen Gebäude. Wir haben nur Rohmaterialien benutzt. Lichter Himmel und Sperrholz mehr. Architektur muss wachsen und sich verändern. Wir machen Projekte, die man in Zukunft umbauen kann, wie dieses Projekt für Bürotürme in Zug. Und das Projekt verändert mit Zeit, ist das sogenannte Design for Disassembly-Konzept. Für uns ist auch wichtig, selbst initiierte Projekte, wie dieses Projekt Airdrop für Basel. Ein Rainfire wird transformiert als ein schwimmender Freiraum. Manchmal versuchen wir, groß zu träumen. Zum Beispiel das nächste Projekt, Borderland, ist ein imaginäres Projekt. Und dieses Projekt ist ein Projekt für ein neues Land, das die Grenze, die ganze Welt vor einem Ort der Teilung und des Konflikts zu einem Ort der Begegnung und des Austauschs transformiert. Und manchmal werden Träume auch Wirklichkeit. Nachdem dieses Projekt haben wir gemacht, dieses Projekt Chateau Chapiteau. Das ist ein reales Borderland, das ist eine landwirtschaftliche Genossenschaft in Georgien, in die Berge, wo die Menschen ohne Grenze und in Harmonie mit der Natur leben. Und für sie haben wir verschiedene nomadische Häuser entworfen, zum Beispiel diese oder
Wir haben auch eine Gemeindehalle, Werkstatt gemacht. Wir haben eine bestehende ready-made landwirtschaftliche Halle mit einer weißen Farbe, nur ein Eimer von weißer Farbe, in eine Werkstatt-Tempel mit toskanischen Motiven transformiert. Auch mit sehr kleinem Budget. Auch für sie haben wir eine Reihe für Urhütten gebaut, sogenannte Primitive Huts. Zum Beispiel diese temporäre Märchenzelte vom Textil, und sie funktioniert in der Nacht als Laternen. Aber auch haben wir in den nächsten Bildern, Sie sehen diese super billige, nur 6.000 Franken und leicht zu montierende Häuser für Flüchtlinge von Ukraine und von Russland nach Georgien. Und ganze Gemeinde hat gebaut diese Gebäude als kollektive Aktion. Und wir glauben, dass man manchmal nicht bauen muss, sondern im Gegenteil entfernen, wie bei diesem Museumsprojekt in Genf, das wir mit unseren Freunden und Kollegen vor der Wilderwink Architekten realisiert haben. Das gesamte Gebäude wurde durch einen riesigen Crevasse, einen Einschnitt aktiviert. Einschnitt bringt Licht, bringt Stadt und bringt Verbindung in diese Gebäude. Oder hier in Kanton Jura, wo wir haben nur die Fassade und Decke entfernt und transformiert diese alte Scheune vom 19. Jahrhundert in ein neues, modernes familienöffentliches Haus. Wir unterrichten auch und gemeinsam mit unseren Studenten, wir lernen neue Dinge, wir diskutieren, wir debattieren und dann entwerfen und dann wir bauen. Hier sind einige die Projekte, die wir haben gemacht in Genf, in TU Wien, in Porto, in Karlsruhe, in Arles mit unseren jungen Freunden und Studenten. Die Ressourcen sind begrenzt und dieses Thema ist sehr wirklich für uns in unserer Arbeit. Und in diesem Beispiel, Projekt Urban Rhein, Urban Rain in Graz. Wir haben eine temporäre Infrastruktur gemacht für eine Wasserungssysteme und wir haben das wiederverwendet, wie in diesem Projekt auch für Basel, wo die ganze Pavillon hat, wir haben gemacht für wiederverwendete Materialien mit unseren Freunden kontinuierlich und zirkular. Und ich hoffe, ich habe es geschafft, einen kleinen Teil von unserer Arbeit heute zu teilen und danke vielmals.